Über 3000 Dollar in Ripple investiert. In diesem Video geht es um das Thema. Herzlich willkommen und schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist André. Ich beschäftige mich schon seit mehreren Jahren mit Finanzprodukten, unter anderem jetzt auch intensiv mit Kryptowährungen. Ich habe heute 3300 Dollar insgesamt investiert in Ripple, die Kryptowährung, die momentan sehr stark am Steigen ist. Alle anderen Kryptowährungen fallen momentan. Ripple ist sozusagen gerade die Goldgrube hier im Kryptowährungsmarkt und ich habe hier auch investiert. Momentan ist die Position hier gerade im Minus, sehen wir hier oben rechts, weil ich hier oben gekauft habe. Heute Morgen danach ging es nochmal richtig fett nach oben. Wir hatten die 2,5 fast angetestet, dann leider wieder nach unten. Können wir nichts machen, aber wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich vertraue noch in Ripple und denke auch, dieser Coin wird weiterhin ansteigen. Die Vorteile werde ich euch in diesem Video erläutern und ich werde euch erklären, wie ihr auch sehr einfach in Ripple investieren könnt. Ich brauche hier kein Wallet, dafür kein spezielles Wallet. Das Ganze läuft über meinen Broker IQ Option. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Dort kann man sich ein kostenloses Konto erstellen. Entweder man übt im Demokonto oder man startet mit einer Mindesteinzahlung von 10 Euro, muss dann seinen Account noch verifizieren und kann auch direkt loslegen mit dem Kryptowährungen kaufen. Also es ist wirklich sehr einfach gestaltet. Die Gebühren sind hier im Vergleich zu den Kryptobörsen natürlich ein bisschen höher, kommt aber auch auf die Marktlage an der Kryptowährung, der Spread, den zahlt man hier bei diesen Kryptowährungen Trading am Anfang, wenn man hier investiert. Der kann schwanken, je nachdem, wie die Marktlage ist. Zudem muss man da nochmal ein bisschen was investieren in die eigene Kryptowährung von IQ Option. Ich werde euch das natürlich transparent zeigen in diesem Video. Diese Investitionen, diese 10%, die man hier dann nochmal in die OTN-Token steckt, sind natürlich nicht weg, sondern das kann man dann wieder verwenden für den nächsten Trade, für den nächsten Kauf von einer Kryptowährung als Kommissionsverringerung oder man lässt sich eben diese OTN-Token auch auszahlen, kann die natürlich auch an der Börse handeln. Diese OTN-Token, das ist eine eigene Kryptowährung von IQ Option. Habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, könnt ihr hier auch einfach auf mehr erfahren klicken. Also sehr interessantes System, ist ein Vorteil für Kunden und für den Broker natürlich zusammen. Ja, Kryptowährungen 3300 Dollar wurden investiert, ist natürlich eine große Summe. Ich vertraue aber hier auf den Ripple und denke auch, er wird weiterhin ansteigen. Jetzt werde ich euch mal zeigen, was Ripple nochmal genau ist. Wir werden uns schauen, da anschauen, die Marktlage dazu, wie sieht es aus mit der anderen Kryptowährung und so weiter. Eben in diesem Video. Ja, Ripple ist ein Zahlungsnetzwerk, globales Zahlungsnetzwerk, was jetzt momentan die Zahlungen revolutionieren soll. Wir sehen hier momentan auch einmal die Nachteile von den momentanen Banküberweisungen. Es dauert 3 bis 5 Tage. Ihr kennt das vielleicht selber. Und wenn man dann auch zum Beispiel mal eine Auslandsüberweisung macht, ins Ausland überweisen will, kann es da zu Problemen kommen, zu Fehlern natürlich auch. Und es kann auch extrem teuer werden. Ja, diese ganze Überweisungsgeschichte muss natürlich auch intakt gehalten werden zwischen den Banken. Ripple soll das Ganze revolutionieren. Sie sagen hier, sie haben eine Instant-Geschwindigkeit, also es ist ein Zahlungsverkehr hier, ein Zahlungsnetzwerk, dieses Ripple. Viele Banken sind auch schon drin in diesem Netzwerk, werde ich euch gleich auch nochmal zeigen. Also man hat hier eine sehr hohe Geschwindigkeit in diesem Ripple-Netzwerk. Da funktionieren Transaktionen sofort, ist natürlich ein Riesenvorteil gegenüber den alltäglichen Überweisungen. Und dann haben wir hier eine hohe Sicherheit. Es gibt eine Rückverfolgbarkeit von den ganzen Transaktionen. Dann gibt es noch geringe Betriebskosten und Liquiditätskosten. Also wirklich hier die Vorteile liegen auf der Hand. Zudem haben wir hier einmal die Möglichkeit, viele Transaktionen auf einmal durchzuführen. Da schauen wir uns mal den Bitcoin an. Da ist es ja momentan so, dass es nicht allzu viele Transaktionen pro Sekunde gibt. Das Problem haben wir bei Ripple nicht. Zudem haben wir hier eine sehr schnelle Geschwindigkeit und die Gebühren sind auch vergleichsweise billig zum Bitcoin. Deswegen finde ich Ripple persönlich besser. Hier ist zwar die Anonymität nicht so extrem gegeben wie beim Bitcoin. Deswegen könnte das auch ein kleiner Nachteil sein. Aber beim Bitcoin ist es ja auch nicht ganz extremst anonym. Wenn man es wirklich will, kann man auch das rauskriegen, woher die Überweisungen stammen. Ja, Ripple auf dem Vormarsch. Wir schauen uns nochmal die Daten an. Also in den letzten 24 Stunden hat diese Kryptowährung eigentlich fast alle hier ausperformt. Hier gab es noch einen weiteren Coin, Cardano, der ist auch am Steigen.
Ich aktualisiere das gerade mal hier. So, sehen wir hier nochmal. Alle Kryptowährungen am Fallen, Bitcoin auch sehr unter Druck. Eventuell gibt es jetzt hier gerade einen Kapitalfluss von Bitcoin in den Ripple. Wir haben jetzt die 86 Milliarden schon geschafft, fast die Hälfte vom Bitcoin. Wir sehen hier oben auch mal, die Bitcoin-Dominanz schrumpft. Gestern waren wir noch bei 43% in etwa, wo ich ein Video über Ripple gemacht habe, gedreht habe. Jetzt sind wir bei 38,4. Also für den Bitcoin sieht es gerade nicht so rosig aus. Wir sehen hier, wir haben fast die 12.000 wieder geschnappt und sind heute auch extrem wieder im Minus. Andere Kryptowährungen genauso wie IOTA. Ethereum müssen wir nochmal schauen. Ja, der ist auch im Minus. Also die großen Kryptowährungen sind hier momentan im Minus. Ripple outperformt diese ganz klar. Wir sind hier extrem am Steigen. Wir hatten hier einen Anstieg von ja, wenigen Cents auf jetzt fast über 2 Dollar. 2,5 Dollar Marke hatten wir fast geknackt hier. Ist einfach nur der Wahnsinn. Und ich bin dann hier reingegangen. Ich hatte ja im letzten Video erwähnt, ich möchte nur bei einem Pullback reingehen, wenn der Kurs wieder eine Korrektur macht. Ja, aber mich hat es dann doch dazu verleitet, direkt reinzugehen. Also jetzt hier mit dem Trend reinzugehen, weil die Vorteile dieses Netzwerkes liegen einfach direkt auf der Hand. Und eigentlich hätte man da schon viel früher reingehen müssen, über dieses, weil diese Informationen sind ja hier überall draußen, dass dieses Netzwerk super, super gut ist, so wie es hier steht auf der Seite von denen. Und wir haben jetzt hier auch schon viele Partner. Sieht man hier American Express, UBS, also wirklich große Namen, die da schon dabei sind. Es gibt ja noch natürlich viele weitere Mitglieder, kann man hier ansehen. Also richtig, richtig, richtig auf dem Vormarsch hier, dieses Zahlungssystem. Es hat ja natürlich dann einen Vorteil für alle Teilnehmer, die Ripple benutzen, sowohl für Banken, sowohl auch für Kunden. Also es gibt eigentlich wirklich keine Nachteile bei diesem Zahlungsnetzwerk, so wie ich das hier erkannt habe. Wenn ihr Nachteile findet, könnt ihr es mal unten in die Kommentare schreiben. Ich würde mich natürlich auch freuen über eine rege Diskussion in den Kommentaren. Ja, wie kann man Ripple kaufen? Ripple kaufen kann man hier ganz einfach bei diesem Broker IQ Option. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung. Findet ihr auch nochmal den Link zu meiner Website, wo das alles beschrieben ist, wie man dort Ripple kaufen kann per Anleitung. Und ihr braucht kein spezielles Wallet dafür. Das funktioniert über den Differenzkontrakt. Das heißt sozusagen, man besitzt einen Differenzkontrakt auf diese Währung. Das funktioniert hier komplett bei diesem Broker. Man muss natürlich dafür Gebühren zahlen, Spread zahlt man und man muss was abgeben, diese OTN-Token, das ist aber nicht weg, sondern ist wiederverwendbar oder man kann sich das auch auszahlen lassen. Sehr interessantes System hier, also IQ Option bietet euch wirklich den einfachen Handel an mit Kryptowährungen. Wir haben über 12 Stück im Angebot, also die Investition hier ist kinderleicht. Wir haben eine super coole Plattform mit Analyse-Tools, zum Beispiel Trendlinien. Wir haben Indikatoren, hier RSI, wir haben wirklich alles dabei, was man braucht zur Analyse. Wir können den Chart einstellen, wie wir wollen, also wirklich professionelle Handelsplattform. Man kommt auch immer rein in diese Position, man kann immer eine Position eröffnen. Ich habe jetzt hier mit 3.300 Dollar ist schon eine mächtige Summe investiert. Ich gehe davon aus, der Ripple wird weiterhin steigen. Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Abonniert deswegen diesen Kanal und dann könnt ihr weiterhin mitverfolgen, wie meine Ripple-Position läuft. Fassen wir nochmal das Video zusammen. Meine Investition ist hier sowieso getätigt. Die lasse ich jetzt erstmal ruhen. Sollte er extrem weiterhin fallen, der Preis, müsste ich das wahrscheinlich verkaufen, weil ich möchte nicht das ganze komplette Geld hier verlieren von den 3.300. Es wäre zu viel für mich persönlich. Ihr könnt hier schon direkt mit einem Dollar investieren oder mit einer 10 Dollar Mindesteinzahlung ist möglich bei IQ Option. Ripple hat meiner Meinung nach eine sehr, sehr rosige Zukunft vor sich, weil es sehr viele Vorteile hat gegenüber den normalen Zahlungsnetzwerken der heutigen Zeit. Und dieses System hier könnte wirklich den Zahlungsverkehr revolutionieren zwischen den Banken. Und wir werden sehen, was passiert. Alle Kryptowährungen minus, Ripple am Steigen, also ich bin gespannt, was hier die nächsten Tage passieren wird. Werden wir noch eine weitere Marktkapitalisierung schaffen in kurzer Zeit, eine Verdopplung wäre möglich, dann wären wir hier beim Preis von 4 Dollar circa, ich habe beim Preis von 2 Dollar circa gekauft, dann wäre ich hier schon extrem gut im Plus, könnte sogar ganz einfach meine 3.300 verdoppeln mit diesem Trade.
Wir werden es sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, alle Links findet ihr unten in der Beschreibung, alle wichtigen Links. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen verstanden, warum ich jetzt hier investiert habe in Ripple. Schreibt auch mal rein, ob ihr gekauft habt in Ripple oder nicht. Wir sehen uns beim nächsten Video. Viel Erfolg beim Handel und damit bin ich raus. Ciao.